Dankeschön für die Rose. Hallo. Du hast was am Fenster. Was habe ich denn da? Ich bin 22. Benny, dankeschön für deinen Follow. Was arbeitest du? Ich bin selbstständig mit Social Media. Würdest du was mit einem Jüngeren anfangen? Nee. Also wenn, ja, der Freund sollte älter sein. Dankeschön, Noah. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Boski, dankeschön für die Rose. Ich bin 22. Twerk bitte, genau. Julian, dankeschön für dein Geschenk. Rex, danke für deinen Follow. Schaut auch sehr gerne bei mir auf Insta vorbei. Es würde mich auch sehr freuen. Mein Insta habe ich hier verlinkt auf meinem Profil. Dankeschön für die ganzen Rosen. Julian, dankeschön für dein Geschenk. Vielen Dank. Dankeschön für die Geschenke. Was hat Alter mit Reife zu tun? Nichts, also ist Alter egal. Nee, mir ist das Alter nicht egal. Aber das kann ja auch jeder für sich selber entscheiden. Also, aus welcher Stadt kommst du her? Ich komme aus Berlin. Wollen wir Sushi essen? Nein, danke. Dankeschön fürs Geschenk. Ja, ich will. Dann kannst du ja mit dem Sushi essen. Ich mag Sushi gar nicht. Dankeschön fürs Teamherz und Damian, danke für deine Rosen. Jump. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Bauchnabel. Einen Bauchnabel habe ich, ja. Danke für den Follow. Leute, danke für 23.000 Likes. Vielen lieben Dank. Warum ich kein Sushi mag? Ich habe Sushi einmal probiert und nee, ich fand das richtig schlimm. Ich habe es auch wieder ausgespuckt, ging gar nicht. Und seitdem habe ich so ein kleines Trauma und auch nie wieder Sushi probiert. Aber es gibt ja, beziehungsweise ich mag auch Fisch gar nicht. Aber es gibt doch auch so Sushi mit Hähnchen, oder nicht? Es gibt doch so verschiedene Sorten. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Vielleicht würde mir das besser gefallen, aber so mit Fisch auf gar keinen Fall. Deine Reposts sind wild. Ich liebe meine Reposts. Ich liebe die. Ich gucke mir die jeden Tag an und lache. Aber nicht jeder hat diesen Humor. Also das ist halt so, ja. Es gibt mir die Toilet-Humor und so. kennst du Eli Geller? Ja, so habe ich schon mal gehört. Ich weiß auf jeden Fall, wer das ist, aber gucke ich jetzt nicht so. Danke fürs Teilen. Ja, ich habe den auch, den du hast, deswegen enjoy ich. Sehr gut. Ja, dann bist du bei meinen Reposts auf jeden Fall richtig. Da bist du gut aufgehoben. I got to watch the stream. Was bedeuten deine Tattoos? Die meisten meiner Tattoos haben keine Bedeutung. Außer hier das. Das hat eine spirituelle Bedeutung. So ein bisschen mein Serientattoo. Hier steht ja so, normale Menschen machen mir Angst. Und ja, diese Rune hier. Das ist auch sowas Spirituelles. Geht es dir geistig gut? Mir geht es geistig sehr, sehr gut. Dankeschön fürs Teilen. Ich sag nur Twin Turbo. Danke für den Follow. Dia, danke schön fürs ganze Teilen. Du bist schon die ganze Zeit am Teilen, bestimmt seit 5 Minuten. Du hypnotisierst mich. Miki, danke schön für deinen Follow. Schaut auch sehr gerne bei mir auf Insta vorbei. Es würde mich auch sehr freuen. Mein Insta habe ich hier verlinkt auf meinem Profil. Hallo, der eine aus Hamburg. Niki Boy, danke schön fürs ganze Teilen und schön, dass du auch da bist. Niki Boy, bist du eigentlich Moderator? Ja. Dankeschön fürs Flammherz. Hallo, hallo Arthur.
Dankeschön. Grüße aus der Schweiz, Grüße zurück aus Berlin. Dankeschön fürs Fingerherz. Hast du einen Hund, weil du so viele Hundevideos repostest? Ja, also ich habe einen kleinen Hund, aber ich würde die auch reposten, hätte ich keinen. Ich finde die halt unnormal witzig. Aber ich habe einen, ja. Dankeschön für die Geschenke. Beziehungsweise ich teile mir den halt mit meiner Mutti, ne? Milo, dankeschön für dein Fingerherz. Dankeschön für eure Geschenke. Mein Lieblingsfilm? Lieblingsfilm habe ich nicht, aber dafür habe ich 3 Lieblingsserien. Ich bin auch eher so der Serienmensch. Also ich gucke lieber Serien. Ich kann dir ja meine Lieblingsserie nennen. Also einmal American Horror Story, dann Rick und Morty und dann noch The Walking Dead. Ich bin 22. Wo ist deine Mutter? Bei sich zu Hause. Beste, welche Serie denn davon jetzt? Rick und Morty, genau das. Von Rick und Morty möchte ich auch noch sehr gerne ein Tattoo haben. Dankeschön. Welche Hose hast du? Ich habe hier so eine Shorts an. Alle Serien on top, yes. Dankeschön fürs Bruderherz. Ja, vor allem American Horror Story. Sie macht... nee, mache ich nicht. Da denkt wieder jemand, nur wenn man das eine vielleicht macht. Und dass man dann direkt das volle Programm macht. Nee. Ram-Fan, danke für deinen Follow. Rick und Morty, habe alles geguckt, bin süchtig. Ja, ich habe von Rick und Morty auch richtig viel Merch. Also ich habe so einen Schlafanzug mit Gurken-Rick oder Pickle-Rick. Dann habe ich ein T-Shirt. Dann hatte ich mal so einen Lutscher, auch von Pickle-Rick. Ja. Was machst du in deiner Freizeit? Ich bin meistens am Handy, beziehungsweise halt Social Media. Und sonst bin ich gerne am Zocken. Aber nichts Spektakuläres, also wie gesagt, nur so Sims. Woher kommst du aus Deutschland? Ich komme aus Berlin. Ich habe Tattoos, ja. Kann man hier so ein bisschen sehen. 99 rote Luftballons. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, dankeschön. Dankeschön für den Follow. Danke fürs Flammenherz, ich danke dir. Sau. Hallo Mikey. Ich bin 22. Hast du 3x die 6? Nee, ich habe 3x die 9. Viele verwechseln das immer. Hans, danke schön für deinen Cowboy-Hut. Ich danke dir. Viele verwechseln das immer. Das ist aber 3x die 9 und hat rein gar nichts irgendwie mit einer Teufelzahl oder sonstiges zu tun. Auch nichts mit dem Satanismus. Nein, ganz im Gegenteil. Dankeschön für die ganzen Rosen. Hans, danke für deine Kappe. Ich danke dir. Wenn ja, wo? Was denn? Ich habe deine vorherige Frage leider nicht gesehen. 12 Tattoos. Sehr nice. Ja, Tattoos. Ich liebe Tattoos. Ich kenne keinen Menschen, wo ich mir so denke, so Tattoos sehen bei dir scheiße aus. Also ich finde, Tattoos stehen auch jedem. Deswegen nice. 12 Stück. Was los, Pupsi? Mein Hund hat sich gerade erstrocken. Dankeschön fürs Teilen. Moin, moin. Hallo, Elias. Leo, dankeschön für deinen Follow. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, schaut auch sehr gerne bei mir auf Insta vorbei. Es würde mich auch sehr freuen. Mein Insta habe ich hier verlinkt auf meinem Profil. Aber warum Tattoos machen, wenn man Christ ist? Ich bin ja keine Christin. Also ich bin nicht getauft. Machst du neue Tattoos? Wenn ja, wo? Ja, ich möchte auf jeden Fall noch so 2, 3 haben. Auch am Oberkörper. Zeig alle Tattoos. Das hier. Dann das hier von American Horror Story. Hier 3x die 9. Dankeschön für den Teddybären. Dann hier so ein Dollarzeichen. Und das. Warum dann 3x die 9? 3x die 9 ist eine spirituelle Engelszahl. Also es hat eine spirituelle Bedeutung. Dankeschön für den Follow. Danke fürs Teilen dir. Deine Freunde blockieren dich gleich.
du noch? Ach so, das Sternzeichen, Jungfrau. Ich bin Widder, hahaha. Von meinem Sternzeichen habe ich auch ein Tattoo hier. Dankeschön fürs ganze Teilen. Danke für die Rose. Was ist dein Beruf? Ich bin selbstständig mit Social Media. Hast du ein Geweih-Tattoo? Meinst du ein Popo-Geweih? Nein. User, danke für deinen Follow. Dia, dankeschön fürs ganze Teilen. Nee, so ein Tattoo habe ich dort nicht. Ich habe am Po ein Tattoo, aber so ein ganz, ganz, ganz kleines. Einen kleinen Pfirsich habe ich dort. Und der wurde mir hier in der Küche auf den Boden gestochen. Das war auch ganz spontan, hat meine beste Freundin gemacht. Dankeschön, Bastian. Nee, Legend, dort bin ich nicht. Wie warm ist es bei dir? Ab 32 Grad. Bei mir ist es auch sehr warm, also locker 28 Grad, auch in der Wohnung, ganz schlimm. Leute, ich merke, wie der Schweiß meinen Rücken runterläuft. So warm ist mir. Die sind gemacht, ja. Dari, danke schön für deinen Follow. Dankeschön. Wie lange bist du schon live? Das weiß ich gar nicht. Leute, wie spät haben wir das? Kann mir das jemand verraten? Dann kann ich euch das beantworten. Ich kann die Uhrzeit leider nicht sehen, wenn ich live bin. Beim Einkaufen habe ich zwei Glocken mit Beiner gesehen. Nee, ich war heute nicht einkaufen. 16.42 Uhr. Okay, also bin ich... Wann bin ich live gekommen? Ich glaube, 16 Uhr so ziemlich, also fast eine Stunde. Danke für den Follow. Bei mir sind es auch 28 Grad. Ja, komplett warm einfach. Swipe nach rechts, da stehst, wie lange du live bist. Okay. Diana, was sind deine Hobbys? Social Media, zocken, shoppen, spazieren gehen. Und noch ein Hobby? Nee. Danke fürs Teilen. Ich würde sehr gerne zu meinem Hobby Eiskunstlauf hinzufügen. Weil ich liebe Eislaufen über alles. Das mache ich im Winter auf jeden Fall auch sehr häufig. Aber, was heißt häufig? Aber, ja. Also nix. Was denn? Also nix. Verstehe ich nicht. Ich trinke keinen Alkohol, nee. Dankeschön fürs Teilen. Dankeschön für die Rosen. Vielen, vielen lieben Dank. Bei mir ist gerade gefühlt Weltuntergang. Es regnet so stark. Echt? Wo bist du denn? Nee, bei mir ist Sonne pur. Hitze. Bin im Freibad. Ich wünsche dir viel Spaß, Niki Boy. Wie viel wiegst du? Weiß ich nicht. Ich wiege mich nicht. Ich bin 22. Gerne, Niki Boy, genieß es. Nein, Leute, mache ich nicht. Wie gesagt, ich bin keine Schauspielerin. Das kommt halt, Leute denken, weil man das eine macht, erwarten die direkt so das ganze Programm.